keine Begrüßung. Nein, das geht ab. Nächste Aufnahme. Neues Glück. Auf jeden Fall. Und jetzt geht's los. Mit Phantasia. Genau. Phantasia. In welcher Folge sind wir denn eigentlich inzwischen? In der 20. wa? Ne, in der 19. sind wir jetzt. Ja. Ich hab keinen Plan mehr. Ja. Ich hab den Überblick verloren. Egal. Ich auch. Da macht er schon Aufnahme. Ja. Ich durfte gestern Call of Duty zweimal aufnehmen und heute habe ich festgestellt, dass die Scheiße nicht mal von meinem scheiß Programm angenommen wird, so muss ich es nochmal aufnehmen. Oh, ich hab eh zu viel gekriegt. Aber egal. Lass dich auch sterben. Wir haben ja Alloy-Smelter hier. Ja, schon lange. Schön, dass du es auch mal mitkriegst. Nobel geht die Welt zugrunde. Steffen, ja. Was machen wir denn heute? Fliegen klatschen. So, habt ihr klatscht und was nu? Was? Nö, mich nicht. Ja, was soll ich sagen? Hör auf mit Drogengeschichten hier. Wir sind kein Drogendetonat, wir sind eine Zockgemeinschaft. Meine Fresse nochmal hier. So, was machen wir denn heute? Also ich würde sagen, du sagst mir, was du brauchst für die Sieb-Anlage. Ja, das ist eine Option. Enrico, jetzt, ich mach die letzte Ansage. Wenn du jetzt nicht aufhörst, lernst du es fliegen freihändig durch die Tür. Und das durch die Tür, also lass es. Ich hab gesagt, du hast ein Fenster, aber Robert ist knetisch, der will dich nur aus der Tür fassen. Du, das Problem ist, dass wenn ich vom Balkon schmeiße, wird nicht viel bringen, wir wohnen im Erdgeschoss. Diese Folge lass es lieber im Fenster, da bricht das Joghurt nicht. So, was wir brauchen ist 7. Wie viele? Ich möchte die 3. Ich möchte die 3 Arten Siebe haben. Oh nee. Aber wir fangen erstmal mit den einen an. Die von Ex Astris. Also das normale Automatik. Genau, und später kommt dann noch das von Ex Kompressum, das normale und das Kompressor. Aber das kommt später dann. Das wie dumme. Viele Siebe? Wir haben. Scheiße. Wir haben Gravel, wir haben Dust, wir haben Sand, wir haben. Na gut, ne, und wir haben Soul Sand, also wir brauchen 4 Siebe mindestens. Okay. Hust, ja. Ich bereite drüben in der Farmwelt das vor. Hast du gehört? Was? Ich bereite drüben in der Farm vor. Ja. Oder weiß man denn die? Ja, okay. Ich baue genauso wie du da drüben das Haus. Okay. So, dann gehen wir mal rüber. Ey, Enrico, ich habe einen coolen Move bei mir. Das können wir ja mal machen. Das haben wir nämlich. Achso, ja, wir haben das halt vergessen zu sagen, was wir im Stream gemacht haben. Wir haben im Stream das LLS-Geschichte automatisiert. Ja, so kann man ja sehr viel sehen. Was? Helmer sofort überweisen funktioniert. Rechnung, Kartenkauf, Karte, Paypal. EC-Karte. Geht alles. Dann war das nur das eine Angebot, was dann nicht ging. Achso, okay. Wenn wir Daten auf diesem Gerät speichern. Ja. Macht sie einfach. Niemals eigentlich. Macht's einfacher, ja. zumindest jetzt komme ich mal kurz zum Text. Ich erkläre kurz, was wir im Stream gemacht haben. Wann haben wir den? Genau. Oh Gott, ich hab den Laden verloren. Egal, wir haben zumindest einen Stream gemacht und da haben wir hier die Essensfarm automatisiert. Also, unser Essen läuft schon vollautomatisch. Soweit haben wir es schon mal geschafft. Sieh mir nicht gut, Philipp. Ja. Das haben wir schon mal hin. So gut. Und hier sind wir okay Schritt weiter gekommen. Das haben wir auf Stream gebaut, aber wir sind nicht weiter gekommen bisher. Haben das Modpack seit ein paar Tagen schon im Auge gehabt. Ein Wunder, dass bei unseren Fehlern das Ding überhaupt noch läuft. So. Was haben wir gesagt? 5, ne? Ne, 4. 4. So, jetzt werde ich mich dran machen, ein Haus zu bauen für die automatische Sieb. Warte mal. Lastschrift. Du kriegst einen Anruf, Digga. Hm? Ich ne. So. Sollte ich per Lastschrift zahlen?
Oh ja, naja. Und wenn du Schuhuferprobleme hast, kannst du Lastschrift legen. Ja, wie ist denn das Schrift? Das ist ja einfach mit Kacke, ne? Komisch. Ach ja, das sind halt die Klappköpfe, ne? Die haben auch keinen Witz. Die haben von Duden und Blasen keine Ahnung. So, aber ist mir auch egal. So, wir haben auch geschafft, den Masterquatsch zu geben. Ich kann ja ohne Probleme jetzt drüber laufen, ohne dass ich abstürze. Ah, oh, das ist geil. Das ist sowas wie PayPal. PayPal macht Dauerlastschrift. Ja, aber die können ja nur einmal abheben, oder? Ja, ich weiß nicht, was die da machen. Es kommt aus dem Outland. Na, wenn's Geld weg ist, weiß ich schon, was es ist. Ja, dann möchte wohl es jetzt auch nimmer wiedersehen. Ja. Kann auch auf Rechnung nehmen. Nee, ich vertraue dem da mal. Es gibt so viele, die App verwenden. Ja, ist egal jetzt. Mach keine Schleichwerbung für irgendwelche anderen Seiten, ne? Genau. Brauchst du noch Außensieber? Siebe. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was hab ich eigentlich hier verlüftet? Ich brauche die Upgrades. Ich bin aber ein bisschen erkältet, ne? Ah, dann versuche ich jetzt mit dem Zaun zu gehen. Ich brauche dann noch. Warte, lass mich kurz durchgehen. Ich brauche zwei Stück. Ich brauche zwei Pulverize. Ne, sag mir, jetzt brauche ich drei und zwei Pulverize. Aber ich brauche zwei Pulverize. Und ich brauche 5, 6, 7 mit Neos. Alles ist die Sekte. Ja. Die Sekte. Also meine IBAN. DE. Ne, natürlich sage ich nicht laut an. DE, leck mir am Arsch. Schöne IBAN, ne? Schön, oder? Ja, gefällt mir. Wo bist du jetzt hängen geblieben? Ich habe die Siebe, ich habe die Segments, ich habe die Pulverizer und die Igneose. Und dann brauche ich haufenweise Stromkabel. Ja, die kannst du dir aus dem Arsch ziehen. So, ich stehe nicht so echt so Strom wie du. Ja. Stromkabel aus dem Arsch ziehen, ja, war gut. Ich brauche Stromkabel, ich brauche Itemkondolits und eine Latte an Barrels. Reichen 8 Itemkondolits? Kannst, eine Latte kannst du dir auch aus dem Arsch ziehen. Was denn, du wolltest es doch so. Ich hab nichts dazu gesagt, ich wurde nur gedisst. Du disst mit. Kackmade, du. Euka? Was ist denn über der Nase los? Pass auf, ich schalte mal kurz hier das Mikro auf stumm. Ja, ja. Oder zumindest. Ja. Und der die kleine Handy drum und da. Bitte verwenden Sie eine andere Zahlungsart, es schreist sehr gleich aus. Also doch noch PayPal und Kreditkarte. Hast recht gehabt. Nein, ja, was haben die jetzt? Haben die meine Daten jetzt? Wunderbar. Jetzt macht dein Handy stumm, Mann, und sorgt dafür, dass es nicht auseinanderfliegt. Warte kurz. Das kriegst du einen Aufwoll. So, hast du gerade irgendwas gehört? Ja. Was habt ihr gehört? Nasenschnauben. Wir haben einen Elefanten gehört, der gerade auf dem Scheißhaus sitzt. Ich habe ein sehr gutes Mikrofon anscheinend. Naja, jetzt haben die mir eine Daten gewitzelt. Das ist halt ein Scheißhausverein. Ja. Naja, komm, das ist noch eine kleinste Lüge, Übel. Das ist nur ein Rübel, aber kein Übel. Also keine Bahn. Genau. Enrico, ich meine gerade mal keine Sau. Aber lass mal.
Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Sie haben eine Makrele bestellt. So, ihr soll keiner das Kuhkraft kennenlernen. Das Kuhkraft, wo du... Genau. Das Kuhkraft, wo du gerade deinen Arsch verdrückst. Das gute alte Kuhkraft. Das heißt einfach nur Nest im Gut. Nee, Emmentaler. Was willst du bei dir? Ich wäre ja Selbstmord gefährdet, ey. Das kann ein bisschen lange dauern. Philipp, muss ich jetzt nicht Andre anrufen? Noch nicht. Sind das Egg PayPal? Egg PayPal mit einem gelben Alter da als Stadtbild. Was ist das denn? Alter, ich hab PayPal, wie oft muss ich das noch sagen? Ja, ich nicht. Ja, aber ich kann dir doch helfen, Mann. Ich kann doch auch eigenes machen. Das werde ich öfters mal brauchen. Ja und? Ich kann dir doch öfters mal helfen. Könnt ihr auch öfters mal in den Arsch treten? Was soll ich machen? Du kannst mir öfters mal 100 Euro geben. Ja, kannst du mir öfters mal 100 Euro geben. Auf mein neues PayPal-Konto. Du blödes Arschloch. Ich will mal kurz reconnecten, ich hab einen Junk. Okay. Ich habe mitten eins im Wege, weißt du? Nicht heißer als du, dein Handy meine ich. Du bist nicht heiß. Mein Handy, ja. Ist kalt, wie so ein Block. So. Zulassen. Digga, ich heiße doch nicht Colin Breitbach. Warum steht denn das hier an dem Handy? Hä? Ach ja, du hast meine ID. Ja. Ich hatte schon mal, aber da habe ich einfach. Ich gebe einfach meinen Namen ein. Geben Sie einen Namen, so einen wie er im Ausweis steht. Also Vorname Hunde, Nachname Ficker. Arsch, Alter, du machst mir gerade meine Aufnahme zu nicht. Ja, so ist okay. Auch wenn es stimmt, das muss doch jeder wissen. Auch wenn es stimmt, na danke. Da wurde vergessen, hast du in der Hausapotheke. Nee, Philipp, das läuft das nicht. Oder trinkst du gerne alten, abgestandenen Hustensaft? Nee. Alias Cola. Cola trinke ich gerne, ja. Aber es ist kein abgestandener Hustensaft. Doch, den nehmen wir haben schon. Der schmeckt wie abgestandener Hustensaft. Hast ja noch 4 Flaschen. Juni, August, September, Oktober, März, November. 20 Minuten, wenn ich es geschissen kriege. Einfach. Na, da gebe ich mir noch einen Schokoladenpreis auf Schmerz gegönnt. Du weißt aber, das Ding nur die ganze Zeit auf den Lippen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Soll ich hier dumm rumsitzen oder was? Keine Ahnung. Na siehste, du nimmst hier deine Folgen auf und wir langweilen uns. Ja, sorry. Also irgendwas müssen wir ja machen. Sorry. Ja, ich wurde an einem Dienstag geboren. Oh Gott. Ich am Freitag am 13. Deshalb läuft mein Leben so scheiße teilweise. Jeder Arsch will aber schon besonders Geld. Alle ziehen sie mir meinen letzten rot geweihten Linsen aus der Tasche. Die wenigen, die mir eine Kartoffeln wollen.
Ich radate dir Knie wieder. Was? Und das freiwillig. Ich. Ich hab gesagt, ich radate dir Knie wieder. Und das freiwillig. Oh, krieg ich jetzt noch ein bisschen Geld von dir? Nee, ich will wieder mit meiner flachen Hand. In den Radaten. Ins Gesicht. Oder mit meinem Fuß in deinem Hintern. Du kannst ja raussuchen, ne? Ich dreh da so tief in den Arsch, dass du zunehmend deine Maritain lutschen kannst oder so. Fett. In den Monster suchst du daneben deine Kotelett scheiß. Suchst du raus. Du hast angefangen. Ich hab überhaupt nicht angefangen. Na doch, mit deinen Radnatten. Na und? Wenn du sagst, ich soll dir ein bisschen auf Radnatten. Ich brauch Piepen und keine Drescher. Obwohl manche sich beides wünschen. Gehört leider nicht zu der Kategorie. Oh. Hau mich doch ab, du blödes Vieh. Ja, doch nicht du. Ich oder was? Nee, ich rede mit dem Fliegenspielzeug. Oder seid ihr beide hässliche Dreckfliegen? Hässlich vielleicht, aber eine Dreckfliege bin ich nicht. Okay, dann bist du Gollum. Du bist der Hobbit. Nee, ich werde schon Frodo gerufen. Ich rufe dich nicht Frodo, obwohl Frodo ist nicht schlecht, ja. Ja. Siehst du aus wie so ein Frodo? Wie siehst du aus wie so ein Gollum? Ja. Aber das wollen wir mal keinen verraten, ne? Ja, du hast nur gerade im ganzen Internet preisgegeben, aber naja. Das ist ja das Gift da dran. Kann ja mal passieren. Zahlen und Geld sind. Weißt du, wie die geilste Variante wäre, zu verraten im Internet, wo du wohnst? Die geilste Variante, wo jeder rätseln darf, erstmal eine ganze Runde. Willst du mal wissen? Philipp? Ja, hau raus. Philipp wohnt irgendwo in einer riesen Stadt in Deutschland. Name wurde öfters gesagt, direkt an der Straßenbahnhaltestelle. Nein, das stimmt nicht wieder. Ich bin noch umgezogen. Nee, bin ich nicht, aber mehr hast du nicht zu verraten. Ja, das ist ja der Witz da dran. Verstehst du, da kann jeder rätseln. Und keiner kriegt's raus. Hä? Ja, toll. Kriegt man nicht raus, ja. Und selbst wenn. In den Ort gibt's so viele Straßenbahnhaltestellen und so viele Häuser, die da dran stehen, da kannst du erstmal eine ganze Latte suchen. So viele. Ja, deshalb, das ist die geilste Variante zu verraten, wo du wohnst, ohne dich zu verraten, wo du wohnst. Verstehst du, was ich meine? Genau. Der war aber gut, ne? Ja. Leute. Ich krieg 0,01 Cent von PayPal überwiesen. Ja. Damit ich mein Bankkonto bestätigen kann. Ja. Also wenn ich 100 neue PayPal-Konten aufmache, habe ich 1 Euro zusammen. Das funktioniert leider nicht, weil pro Konto nur ein PayPal geht. Ja. Ja. Sobald du das noch ein zweites Mal nutzen möchtest, wird dir nur mitgeteilt, dieses Konto wurde schon bereits für ein PayPal-Konto verwendet. Bitte verwenden Sie ein anderes Konto. Jupp, die passen schon auf, dass es so einen Scheiß nicht macht. Aber er macht sich 100 PayPal-Konten, um Euro zusammen zu kriegen. Da ist es doch viel schneller, eine Versuchung zu bescheißen, als wie das. PayPal, ja. Alter, du bist auch nicht ganz gut an der Börse. Haben sie auch öfters weggeschmissen, wa? Nee, dich haben sie doch beim Zoo vergessen. Ich hab's doch im Zoo vergessen. So. 1, 2, 3. Gott, nee, ey. Was mach ich da? Ich hör' dir von Scheiß, verdammt! So, unsere Folge wird sich dann auch langsam mal, wenn ich diese Runde ja fertig gekriegt habe, mal das Ende nicht haben. Das kann auch sich um Stunden handeln. Och Mensch. Oh. Das ist auch ein bisschen. Das
Ich habe meine Handynummer angegeben. Ja. Ich habe sogar noch eine geilere Idee für deine Telefonnummer. Weißt du das? Hau raus. Warte mal, hast du mal nur die Vorwahl? Du bist in den ersten zwei Ziffern deiner Vorwahl. 01. Ja, ey, sag mal noch zwei Ziffern mehr. Nee, 6-2, ja. 6-2. Ja, 6-2, ja, also 0162. Und den Rest etwa, dachte ich 0, da werden sie geholfen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, da gibt's so viele Varianten, jemanden so weit zu bringen, dass er wirklich dann auch mal eine Neugierde kriegt und sucht und sucht und sucht und irgendwann ist es ein Fall wie zu vertrieben, weil er es nicht findet. Ui, wer mein. Das wird das nicht ganz so gezeigt. Achso, ne. Das habe ich dir heute gezeigt, aber so ähnlich und etwas teurer. Ah. Ich habe dir so eins da gezeigt. Ding. Ja, dann, hau rein. Nee, das musst du deine Mann. Hast du meine PayPal laden? Hey, wie, muss ich bei PayPal Guthaben aufladen oder kann ich auch über meine Karte so irgendwie zahlen? Also man, das kann man irgendwie machen, dass es automatisch von deinem Konto aufs PayPal-Konto gezogen wird. Ja, ja, so automatisch, wenn ich zahle, ne? Ich habe gar nichts eingestellt, wenn ich mit PayPal bezahle, zieht mir das PayPal vom Konto. Okay, also kann ich jetzt schon bezahlen, theoretisch. Ich gebe dir aber einen guten Tipp. Du ja? Dein PayPal, ja, ums Verrecken, nicht mit deinem Google-Konto verbinden. Warum? Oh, okay, ich kann es mir vorstellen. Warum? Na, wegen Sicherung Datenschutz. Ach, das hat damit nichts zu tun. Scheiß auf den Datenschutz. Deswegen deine Daten, deine Daten sind sowieso nicht sicher. Hast du vergessen? Ja, okay, stimmt. Nee, ja. Du bist dann immer wieder verlockt, irgendwelchen Scheiß da zu kaufen bei PayPal. Ja, über PayPal. Jetzt. Ich guck mir jetzt einfach was, weil ich mir schon länger gucken will. Neues Gehirn. Aber ich wette, das funktioniert trotzdem nicht. Das Wort Fehler kenne ich zu gut. Ist doch so. Weil du der Fehler in Person bist, oder wie? Na, brauchst du auch noch Kompressor und sowas? Nee, das brauch ich in dem Fall nicht, den Kopf. Ah, ja, ja, stimmt, ja, Kompressor, ja. Die lässt sich was. Und die haben wir. Ja, geil, du. Man kann das einstellen und es ist schon eingestellt, so wie es wollte. Geil. Persönliche Daten. Gehundeficker, ja, so heiß ich, das stimmt. Nee, ich hab natürlich einen richtigen Namen eingeschrieben. Ja, den richtigen Namen, der wird ja im Internet nicht preisgegeben, deshalb heißt Philipp ganz banal in Zukunft bei bei YouTube einfach nur Hundeficker. Und sein zweiter Kanal heißt Katzenficker. Ja, ja, Katzen. Ja. So. Ich krieg mir den Rock eingewedelt. Dann werfen wir die Hand rüber. Diese scheiß Nase, ey. Dann hack sie ab. Ja, ich brauch das Ding nicht. Ich kann damit eh nicht atmen. Basi, meinst du, reicht das für die Siebanlache? Ja. Hör mal ganz kurz auf zu dröten. Ganz kurz. Die Minute wirst du auch aushalten. So, damit werfe ich die gemütliche Zockrunde mit dummem Gelaber im Hintergrund auch bis Ende nähern. Wir haben mal sowas von überhaupt nichts geschafft heute. Aber ja, da ich nur richtig mehr zugelagert habe. Wir haben das Grundriss für das Haus für die Siebeinlage. Ich konnte leider nicht weiterbauen, da ich da hinten leider einen gottverdammten Drecksjunk hab. Freundchen, guck mal mein Inventar an. Von wegen haben wir nichts geschafft. Ja, dein Inventar ist gerade mal neben sich. Ich gehe gerade danach, was hier ist. Aber wir haben dafür unser. Nee. Dingsbums fertig. Also unsere hier Farm. Ne? Die erste zumindest, die zweite, die machen Bau mal Schwing. Wenn wir mal Lust haben, vielleicht mal gucken. Mal schauen. Wann machen wir nächsten Stream? Irgendwann zwischen gestern und vorgestern, ne? Dann ja. Irgendwann zwischen gestern und vorgestern.
Ja, irgendwann, wenn wir uns Zeit haben. Wie gesagt, wir sind am Wochenende im Leipziger Zoo. Also wenn ihr nichts Besseres zu tun habt und uns einfach mal sehen wollt, da wir schon Videos in der Wirklichkeit drauf sind. Wir sind in der Wirklichkeit noch einen Zacken schlimmer. Ja, voll. Ey, wir sind out of Ho, ne? Aber hör mal auf mit Hose nachzuladen, wir haben gerade genug Essen. Hey, da waren doch eben noch Hosen drin. Hör auf damit. Ja, ja, ich mach das. Wir haben genug. So, so haben wir sind am Wochenende im Leipziger Zoo. Also komm, wann sag mir mal, kurz Datum? Also wann? Am 3. Also wir sind am 4. im Leipziger Zoo. Der Schnakenhascher, Xeno Girl, Xeno San und natürlich. Wenn alles klappt. Und wenn's klappt, sei da King. Ist auch mit dabei. Cookies aktivieren. Ja, Cookies. Das passt zu Enrico Masoson überhaupt nicht, aber ist egal. Ist sein Name bei Knuddels. Also, wenn ihr unbedingt einen 14-Jährigen kennenlernen wollt, geht bei Knuddels rein und dann sucht Seida King. Dann könnt ihr ihn anbieten. Mir ist das Ritzer. Da freut sich über jede Nacht, die er kriegen kann. So, und wenn ihr irgendwo ein Kennzeichen habt mit Knackenhascher oder Xeno San oder Xeno Girl, dann werden wir euch mit Sicherheit auch mal im Leipziger Zoo ansprechen. Oder, Knage? Ach Quatsch, soll ich schon ein bisschen analog reden hier. Ich werde mich auf jeden Fall nicht preisgeben. Ja, du wirst doch, du, es herrscht in unserer Beisein Telefonverbot. Fotografierverbot. Also wir dürfen nicht fotografiert werden. Und wenn, dann müssen sie das löschen. Du weißt schon, wie die Menschen drauf sind, dass sie das nicht machen werden. Das Problem ist, es ist recht am eigenen 7, Bild. 8. Und einer, es haben mehrere YouTuber schon geschafft, sich im Internet jahrelang davor zu drücken, sich zu zeigen. Ja, genau. Und die haben sich auch vor Fans gezeigt. Verstehst du? Ja. Ich gebe mal, ich tu mal ganz kurz, kurz Werbung sprechen. Ich gebe von Spark auf Phoenix aus. Der hat wie viele Abonnenten mindestens? 1 Million, ne? Ja, der hat schon über 1 Million und hat sich immer noch nicht im Internet gezeigt. Und viele, viele seiner Zuschauer wissen, wie er wirklich aussieht. Und das nur durch die Gamescom. Verstehst du? Ja. Und er hat sich nur bei den solchen, die seinen Mörder waren, ich verstehe das nicht. Hat er zum Beispiel sich gezeigt. Weißt du? Also den Folge, wenn ihr uns anquatscht, dann bitten wir darum, Handys aus der Hand zu nehmen. Solltet ihr es nicht löschen, das Bild, wenn ihr ein Foto gemacht habt, müsst ihr damit rechnen, dass ich eure Handys kaputt mache. Das kann nämlich nicht sein, dann. Ich will es ja, das stimmt tatsächlich. Aber ihr könnt uns gerne anquatschen. Wenn ihr keine Fotos macht, habt ihr auch nichts zu befürchten. Oder, Philipp? Ich auch so. Gut. Keine Fotos? Machen wir ja auch nicht von euch. Ja. Außerdem, warum? Seitdem wir Fotos werden uns dann irgendwann mal im Internet zeigen, wie wir wirklich aussehen, dann haben wir auch keine Probleme damit, wenn ihr mit uns Fotos macht. Das ist halt kein Problem, dann könnt ihr die auch gerne auf eurem Page veröffentlichen. Solange wir das noch nicht gemacht haben, geht es mir um Diskretion im Internet. Oder, Philipp? Ja. Gut. Vielleicht weiß ich jedes auch, wie ich aussehe, aber ist egal. Solange mich niemand findet, wo man mich findet, ist alles in Ordnung. So. Aber ich gucke. Damit werde ich jetzt auch offiziell die Folge beenden. Und wer will, quatscht uns einfach an. Beziehungsweise quatscht uns an. Ja, wir wissen nicht mal, wer wir sind. So. Aber wenn wir dann jemanden sehen mit den Kennzeichen, dann werden wir denjenigen auch mit Sicherheit einladen. Darf ich kurz stunden? Ja. Wie viel Hammer brauchst du? Für jeden Schritt. Wir haben 3 Schritte. Nur 3 Hammer? Nein, hör mal so. Wir haben 3 Schritte. Wir werden ja bestimmt wieder mit den 7, mit den Filtern arbeiten. Wie immer, ne? Ja, mit den Filtern. Und dann müssen wir... Ja, dann mach ich einfach. Ja. Und mit diesen Nies werde ich jetzt beenden. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und Gesundheit. Danke. Danke. Haut rein. Schwein. Auch du, Philipp, du altes Schwein, haust rein. Alles klar, wir sind jetzt damit off und Daumen hoch, Like da lassen, Kommentare lässt grüßen und wer sehen will, haut die Glocke, bis sie wund ist. Genau. Ich rufe sogar freiwillig Notarzt und lasse einliefern. Däumchen ist ein Träumchen. Genau. Gib den Like-Button eine Schelle.
Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wann kommt das immer? Also, jeden Mittwoch um 12, wenn wir sich gerade verbimmeln, verbammeln oder irgendwelche Probleme gerade mit der Technik haben, kommt immer mittwochs um 12 eine Folge Phantasia. Und dann mit diesem Sport sind wir raus. Und ciao. Danke.